So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Zartschnupper hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Lego Star Wars DKS, die komplette Saga, Videonummer 15. Wir kommen zu Episode 3, aber bevor wir da loslegen, können wir noch schnell einen Gamerscore mitnehmen. Habe ich gerade gesehen, wo ich da in den Raum reingegangen bin. Ja, und ich da Darth Maul sehe. Und ich bin Qui-Gon Jinn. Und können wir gleich mal kurz gucken, ob wir den Gamerscore kriegen. Aber gleich vorweg würde ich mich über ein Like freuen. Daumen hoch. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seit Ende Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost in game. Oh, sorry. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen, meine Damen und Herren. Ja, meine Freunde, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den Gamerscore bekommen. Wenn wir denn jetzt kaputt machen hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, da ist der Gamerscore. 10G, wer braucht schon Obi-Wan? Rache, besiege Darth Maul mit Qui-Gon Jinn. Beziehungsweise mit Qui-Gon. Da gibt es noch mehrere solche Gamerscore. Es gibt sogar irgendwie Selbstmord, besiege Anakin mit Darth Vader. Und ja, dann werden wir alle noch machen, ja. So. So, gib mir das Herzchen. Jo, schön, danke für das Herz. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Episode 3, die Rache der Sith, Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Yes, gehen wir rein. In die Story, ist ja wohl klar. So. Episode 3, die Rache der Sith, Kapitel 1, Schlacht über Coruscant. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Count Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant Kanzler Palpatine. Als die Druidenarmee mit ihrer Geißel flieht, organisieren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. Ja, wir wissen ja, was passiert. Die Xbox ein bisschen anders hinstellen, weil das Kabel vom Controller zu kurz ist. Das Originalkabel ist ja leider ausgelutscht. So, jetzt gucken wir mal wegen der Steuerung. Ihr wisst ja, bei Lego Star Wars 1 war die Steuerung miserabel. So, dann gucken wir mal. Ja, die Steuerung ist miserabel. So. Ich kann die nicht einstellen. Helligkeit, Musik, Audio-Lautstärke, Surround Sound. Oh, Surround Sound. Oh, den nehmen wir mit. Habe ich optimal. Ich kann nicht einstellen. Scheiße. Das gefällt mir nicht, dass ich hier die Steuerung nicht einstellen kann. Aber wir nehmen uns schon mal ein Minikit mit. Dann würde ich sagen, das war's dann mit wahren Jedi in dem Level. Oder
muss nicht sein. Vielleicht kriegen wir den wahren Jedi doch noch hin. Ui. Zumindest sind wir hier fleißig am Minikits sammeln. Aber trotzdem, die Steuerung ist... Die Steuerung ist einfach miserabel, muss ich sagen. Oh, das sechste Minikit. Ich meine, cool wäre es schon, alle Minikits direkt einzusammeln. Da unten, es kommt auch noch mal eins, sehe ich gerade. Den bin ich gerade durchgeflogen. Okay. Oh, das könnte doch reichen. Ui. Das könnte doch reichen für einen wahren Jedi. Das wäre schön. Oh, ein Powersteinchen, wie schön. Wir sind wahre Jedi geworden. Wir haben das geschafft. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht in dem Level. So, jetzt fehlen uns noch lediglich zwei Minikits. Die zu kriegen wäre ja auch noch nice. Dort sehe ich schon wieder eins. Jawohl. Es fehlt uns lediglich noch eins. Nur wo ist dieses? Oder haben wir alle? Ach, wir haben sogar alle. Schön. Wir haben alle 10 Minikits gesammelt, Freunde. Wow. Ohne zu sterben? Das ist eigentlich ein Gamerscore wert, aber so ein Gamerscore gibt es in diesem Spiel nicht. Intelligente Fahrzeugbombe. Oh. Okay, Jedi Starfighter gelb kriegen wir. Und Jedi Starfighter rot kriegen wir. Schön. Dann haben wir den wahren Jedi. Auch schön. Wir kriegen alle Steine. Auch schön. Das heißt, zu diesem Level brauchen wir gar kein 100% Video mehr machen, weil wir das gemacht geschafft haben, jetzt direkt auf Anhieb. Und direkt alle Minikits gesammelt, also ja, besser kannst du gar nicht gehen. So, wir kriegen noch zwei goldene Steine, haben wir 31 von 160. Oh, und Minikit auch noch 32 von 160. Schön, muss ich sagen. Dann gehen wir gleich zurück in die Kantina. Machen wir gleich die Shopping-Tour, wie immer. Direkt nach dem Level. Gucken wir mal, was wir kriegen für das Geld. Nehmen wir auf jeden Fall gleich die Charaktersteine mit. Die nehmen wir mit. Ihr wisst ja warum. So. Ich weiß nicht, warum der hier so sehr sein Schwert zieht. So. Intelligente Fahrzeugbombe. Dann wollen wir Charakterstein. Charaktersteine nehmen wir mit. Und sollen wir die auch noch mitnehmen? Intelligente Fahrzeugbombe. Nee, die nehmen wir nicht mit. So, wir gucken mal hier. Fahrzeuge. Oh. Druide T-Tri-Fighter, Vulture Druide und ein Klon Arc Fighter. Ah, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich in der Zwickmühle, was wir kaufen. Ich
Ich bin ja eher dafür, dass man mal die Charaktere kaufen. Jango Fett. Zwickmühle. Aber wir nehmen Jango Fett mit. So. Dann können wir nichts mehr kaufen. Wir können auch nicht mal den goldenen Stein jetzt kaufen. Egal, macht nichts. So. Ich finde es geil, wie hier alle 6 Episoden da sind. Aber ich bin auf das Neue gespannt. Soll ja auch bald kommen. Ich weiß bloß nicht wann. Ja, so. Bevor wir jetzt irgendwo reingehen, schalte ich erstmal das Zeug ein, was ich vorhin vergessen habe. Das brauchen wir nicht. Den machen wir an, den machen wir an. Intelligente Fahrzeugbomben brauchen wir nicht. Das war jetzt alles. So. Gut. Ja, meine Freunde. Dann sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, meine Freunde. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost in einem Game. Ja, meine Freunde. Und wenn ihr mal in einem Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen, meine Damen und Herren. Ja, meine Freunde, dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bettdecke. Spielt nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ja, meine Freunde, ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.